Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Und wir befinden uns, wie man sehen kann, immer noch im Kloster und versuchen natürlich Mann, habe ich Hunger. Ja, ich habe auch Hunger gerade. Natürlich den Hyopai zu finden, den wir killen sollen. Ich hoffe, den finden wir noch. Falls nicht, ist es so. Falls doch, wäre es ja super. So, aber wir müssen uns auf jeden Fall erstmal mit den ganzen Leuten weiterreden. Denn geschlafen haben wir ja und sind fit. Müssen wir nur ein bisschen was essen, aber wir haben ja noch was hier. Unsere weltlichen Güter haben wir ja eigentlich weggepackt. Das heißt, wir haben gar nichts mehr. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwo was zu essen finden. Okay, wir haben auch nicht was. Geh zum Arbeiten in die Werkstatt, melde dich bei Bruder Hyopai. Machen wir mal. So. Gut. Ich habe den Ton etwas geändert. Auf Wunsch bzw. auf Feedback von einem Zuschauer. Und ja, hier gibt es gar nichts hier draußen. Hier kann ich mal links gehen. Das heißt, ich habe jetzt die Lautstärke der... Du bist... Ach, ja, ich weiß. Ich habe den... hier runter. Ich habe den Ton für die... den Ton für die Sprachausgabe erhöht, weil wir ähnlich dran sind. Friede sei mit dir, Bruder. Ja, und Lukas. Ich bin Gregor, ein Novize. Ich sah dich bei der Zeremonie. Ich weiß, du warst schwer zu übersehen. Und du bist? Novize Lukas. Sei mir nicht böse, aber ich möchte nicht mit dir sprechen. Allein fühle ich mich am wohlsten. Würdest du mir etwas über dich erzählen? Es gibt nichts zu erzählen. Ich meine, woher du kommst und welches Leben du vor dem Kloster hattest. Ich bin Novize und mein Name ist jetzt Lukas. Das ist alles, was zählt. Komm schon. Gibt es wirklich nichts, das du mir sagen kannst? Doch, schon, aber ich will nicht. Tut mir leid, ich will mich auf die Arbeit und das Gebet konzentrieren, statt auf den, der ich einst war. Was war, ist unwichtig. Wir legen unsere Vergangenheit ab, sobald wir durch die Klosterpforte treten und unseren Eid ablegen. Vergiss das nie. Okay, pass mal auf. Hör mal, Bruder. An wen sollte ich mich im Kloster wenden, wenn ich etwas brauche, das... Nun, das nicht leicht zu beschaffen ist? Was magst du denn beschaffen wollen? Was es auch ist. Oh. Du solltest es vergessen und dich deinen Gebeten widmen, Bruder. Mist. Wen würde er denn zum Abwählen? Wen würdest du zum Abwählen, wenn du könntest? Aber ich kann nicht. Warum sollte ich mir also den Kopf darüber zerbrechen? Frag Antonius. Er spricht oft davon und hat bestimmt eine Meinung. Das nervt ein bisschen, ne? Okay. Erzähl mal von anderen Novizen. Ich wüsste gerne mehr über die anderen Novizen. Ich weiß nicht viel, aber frag ruhig. Joachim. Weißt du etwas über Joachim? Nein, er mag mich nicht, aber er versteht sich sehr gut mit den Zirkatoren. Das ist alles. Frauen und anderen. Was mit Antonius? Erzähl mir von Antonius. Würde ich gern, aber da gibt es nichts zu sagen. Ich habe noch nie mit ihm gesprochen oder nach ihm gefragt. Mist. Du weißt wirklich gar nichts über die anderen? Trotzdem danke. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Mir war bisher einfach nie danach, jemanden kennenzulernen. Ich habe eines der Manuskripte gelesen. Nee, wir machen beenden erstmal das Gespräch und gehen einmal unser... Oh, wir sind ein bisschen hungrig. Gucken wir, ob wir unserer Arbeit nachgehen können. Hier ist die Werkstatt. Das ist die Frage, wo meine Werkstatt ist. Reden wir mit Bruder Neflas? Ich bin Novize Gregor. Ich weiß. Ich habe dich bei der Zeremonie gesehen. Ich bin Neflas, der Vorsteher. Ich kümmere mich um den Klosterbesitz und auch um den Handel mit der Außenwelt. Heißt das, du darfst das Klostergelände verlassen? Nein, ich führe nur Listen und schicke sie nach draußen. Ich bin hier, um zu arbeiten. Hier bin ich. Ausgezeichnet.
Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Braue heute 2 Hahnenschreitränke. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Okay. Gucken wir uns mal das mal an. Wo ist das Alchemie-Ding? Neben einem Raum ist Alchemie. Ah, okay. Perfekt, okay. Lesen können wir ja. Das heißt, wir können das mal aufmachen. So, einmal das Verdauungstrank. Nein. Müssen wir ein bisschen. So, wir sind noch nicht super im Lesen, aber wir können besser lesen als vorher zumindest. So, dann wollen wir mal gucken hier. Hahnschreitrank, okay. Wir brauchen Alkohol, Baldrian und 2 Minze. Okay, Hahnschreitrank. Wer die Augen nicht mehr offen halten kann, obwohl ihnen an diesen Tagen noch so einiges bevorsteht, möge von diesem Trank kosten und neue Kraft schöpfen. Du benötigst Alkohol, eine Handvoll Baldrian und 2 Handvoll Minze. Zerkelinier. Achso, Zerkelinier, das lese ich auch schon falsch. Zerkleinere die Minze, lass die Minze für einen Sanddurchlauf kochen, gib den Baldrian hinzu und lass alles für 2 Sanddurchläufe kochen. Destilliere das Gemisch. Okay, fangen wir an. Kannst du immer noch lesen, wenn ich so gucke? Ja, das kann man. Also, wir. Okay, zerkleinere die Minze. Zutaten mal in der Truhe, ne? Kurz mal holen. Wir brauchen. Was stand da drin? Was brauchen wir? Einmal Baldrian, 2 Minze. Also brauchen wir 2-mal Baldrian und. 2-mal Baldrian und 4-mal Minze, ne? Da. So, da brauchen wir Baldrian. Nehmen wir mal. Oh. Alles nehmen wir jetzt nicht, ne? Nur hier. Wenn wir mal 6 sind, können wir das Doppelte machen. Und Minze. So, das reicht. Und dann gehen wir hin. Alchemie beginnen. So, wir brauchen. Das ist ja blöd. Muss ich nochmal reingehen. Umblättern. So, und wieder raus. Und dann kriegen wir das doch hin. Okay, ja, das brauchen wir nicht. Zum Schließen gedrückt halten. Machen wir zack. So, wir brauchen als erstes mal die Minze. Das heißt, da in den Mörser packen wir die Minze rein. Inventar. So. Gut. Also, Minze. Zerkleinere die Minze. Auswählen. Das funktioniert jetzt gerade nicht. Den Blasebalg brauchen wir noch nicht, oder? Ja, okay. Du benötigst Alkohol, eine Handvoll Baldrian und zwei Handvoll Minze. Okay. Erstmal Alkohol. Gut. Dann brauchen wir Minze. Eine Handvoll. Oder? Oh, das ist eine Handvoll, ne? Und 2 Handvoll Minze. Okay, pass auf. Einmal rein. Nochmal. Wir machen die Getränke jetzt einzeln, weil ich glaube, sonst wird das irgendwie komisch. So. Und jetzt mal klein machen hier die Scheiße. Ah, das habe ich perfekt gemacht. Okay, also. Das muss jetzt da rein, ne? Gut. So ein Blasebalg, wenn das uns einmal kocht. Noch kocht es ja nicht. Jetzt anfängt zu kochen, ne?
Muss aber schon blubbern, oder nicht? War das nicht so? Kochen heißt blubbern, also müssen wir warten, bis es blubbert. Wie bei unserem Gegengift, das wir mal gemacht haben. Oh, ich hab echt langsam Hunger. Hm? Ah, es dauert aber ein bisschen. Na, nicht einschlafen hier. Hä? Hey, das war doch vorher auch so, dass es gekocht hat, oder bin ich verkehrt? Stimmt was nicht? Hä? Hey? Also steht, du benutzt Alkohol in einer von Münze? Okay. Also lass die Münze werden durchlaufen. Für einen Durchlauf kochen, aber das hat ja noch nicht gekocht. Das muss doch blubbern, oder bin ich verkehrt? Also beim letzten Mal hat es doch geblubbert. Ja, jetzt kocht's. Okay. Fertig. Umdrehen. Gut. Und dann? Lass, gib den Ball rein hinzu und lass alles für zwei, okay. Einmal Ball rein, okay, war richtig. Gut, dann bringen wir das Ganze nochmal zum Kochen. Zweimal. Jetzt kocht es richtig zumindest. Okay. Das war's. Und dann? Gib dir mal eine Destilliere das Gemisch, okay. Und natürlich das hier. Wir warten, bis der Blasebalg, bis es einmal ausgeht hier. Dann können wir das hier reinkippen, oder? Behaupten. Ja, das habe ich verkehrt gemacht, glaube ich. Wir setzen uns zurück. So, wir setzen das Ganze nochmal zurück und machen es nochmal. Also Alkohol. Ja, das ist doch so. So, unser Inventar. Und Minze. So, wir brauchen uns Weimar Minze in den Mörser. Nochmal. Also Kram zerstoßen wir jetzt.
Sehr gut. Das kommt alles in den Kessel rein. Alkohol haben wir ja schon drin. So. Und den ganzen Humbug bringen wir jetzt zum Kochen. Ich muss etwas essen. Meine Eingeweide ziehen sich schon zusammen. Ja, machen wir. Jetzt kocht das, okay. Und die Sanduhr einmal bringen. Für einmal. Okay. Und dann ein Baldrian. Da rein. Und nochmal kochen. Umdrehen. Einmal. Und noch einmal. So. Das sollte es gewesen sein. Kocht das immer noch, dann sind wir blöd. Dass man nicht jemals ausmachen kann. Das kostet natürlich ein bisschen zu lange wahrscheinlich. Aber wie kriege ich denn dieses? Warte, dann müssen wir es mal abfüllen wahrscheinlich, ne? Fiole. Achso, das wollen wir natürlich nicht. Zurück. Wir müssen es destillieren, aber wie sollen wir das denn destillieren, wenn ich das nicht herausbekomme? Kann ich das irgendwo reintun? Hier in den Titel vielleicht? Nee. Wie kriegen wir es denn jetzt so. Wie kriege ich das denn jetzt da rein? Ist die Frage. In den Destillator. Das ist doch irgendwie. Gibt's doch nichts anderes, was ich machen kann, oder? Destilliere das Gemisch, ja. Oder warte mal, kann man es vielleicht so machen? Dann hier? Ah, okay. Okay, dann machen wir nochmal das gleiche Ding nochmal. Okay, 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 das war ja gar nicht so schwer. Nochmal, also, nochmal die Minze. Achso, ein bisschen Alkohol reinpacken, ne? Rein. Minze. Nochmal mehr Minze. Mal rein. So, zerstoßen wir den ganzen Kram. Sehr gut. Perfekt. Kommt da rein, der gute Gemisch. Der gute Gemisch, das gute Gemisch natürlich. Und gut. Und dann wollen wir mal anfangen zu kochen hier. Okay, einmal umdrehen. Okay, dann nehmen wir Baldrian. Packen das auch noch da rein.
schön köcheln. Ah, kocht leider noch nicht mehr. Oh Gott. Ich glaube, ich kipp gleich hier in diesen Grill rein hier wahrscheinlich. Was nicht so gut ist. Ich glaube, das ist auch hier, die Fiole. So. So, zwei Stück fertig. Das ist auch gut. Du hast zwei von denen gekauft. Müssen wir ihn mal suchen hier? Ist er ja immer noch da? Können wir ihn gleich direkt besprechen. Gucken, was er dazu sagt. Ach, Gregor, reden wir. Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor. Du hast Talent. Schon bald wirst du die anderen Novizen unterrichten. Sehr gut. Liefere Getränke ab. Wir müssen was essen. Okay. Habe ich eine neue Aufgabe bekommen? Nee, aber ich brauche Hunger. Hab ich so ein Getränk, kann ich mir so ein Getränk reinballern? Nee, den haben wir abgegeben, ne? Schade, schade. Okay, wir müssen gucken, was wir hier irgendwie noch was zu essen bekommen. Merkt ihr, wie müde wir sind? Was muss ich jetzt noch machen? Hat er mehr Arbeit für mich? Ah, Gregor, red. Kann ich helfen? Gibt es etwas, bei dem ich helfen könnte? Da gibt es tatsächlich etwas. Du weißt vielleicht, dass Abt Peter sehr krank ist. Das wusste ich nicht. Ich interessiere mich für die Medizin und ich weiß, es gibt ein Heilmittel für die Krankheit des Abtes. Mit deiner Hilfe könnte ich mehr herausfinden und Peter noch einige weitere Jahre bescheren. Was sagst du? Du kannst auf mich zählen. Was soll ich für dich tun? Um an das Rezept für dieses Heilmittel zu kommen, müssen einige Regeln gebrochen werden. Die meisten Brüder glauben, eine Krankheit ist eine Nachricht Gottes und wir dürfen seinen Willen nicht missachten. Ich aber glaube, da Gott uns nicht nur Krankheiten schickt, sondern auch Heilmittel, sollten wir die Menschen von ihren Leiden befreien. Das Heilmittel für die Krankheit des Abtes könnte in einem der Bücher unserer Bibliothek verzeichnet sein. Aber es befindet sich unter den verbotenen Büchern. Den Libri Prohibiti. Oh. Warum sind sie eigentlich verboten? Warum sind sie verboten? Weil sie von okkulten und dämonischen Riten berichten, von Hexerei und dem Bösen. So sagt man zumindest. Aber das ist Unsinn. Ich rede hier von einem Buch der Medizin, wenn auch von einem Heiden verfasst. Ibn Sina oder Avicenna ist weiterhin als weiser Mann anerkannt. Aber irgendwann beschloss jemand, dass sein Buch die Arbeit eines sarazenischen Teufels ist und weggeschlossen gehört. Seitdem darf nicht einmal darüber gesprochen werden. Aber die heiligen drei Könige kamen auch aus dem Osten, nicht wahr? Wo finde ich es? Wo finde ich es? In der Bibliothek steht ein großer Schrank mit einem Schloss. Darin befinden sich die verbotenen Schriften. Den Deckel des gesuchten Buches zieren nicht nur lateinische, sondern auch sarazenische Lettern. Bring es mir. Aber fass die anderen Bücher nicht an. Niemandem wird auffallen, wenn nur ein Buch fehlt, aber bei mehreren sieht es schon anders aus. Irgendjemand würde nachforschen und das wollen wir vermeiden. Auf jeden Fall. Gibt es etwas, das mir dabei helfen könnte? Ein Schlüssel zum Schrank befindet sich in der Kammer des Priors. Der Bibliothekar hat vielleicht einen weiteren. Oder du besorgst dir Dietriche. Ich wüsste allerdings nicht, wo. Vielleicht kann der Kellerer helfen. Warum machst du es nicht selbst? Warum tust du es nicht selbst? Weil mein hohes Amt es nicht zulässt und ich eines Tages selbst Abt werden möchte. Kannst du dir mich vorstellen, in finsterer Nacht auf der Suche nach einem verbotenen Buch? Du könntest doch darum bitten. Glaubst du, das hätte ich nicht versucht? Leider ist Bibliothekar Cyrillus ein störrischer Esel. Okay. Nun gut. Noch etwas. Tagsüber ist immer jemand in der Bibliothek. Damit dich niemand sieht, solltest du nachts hingehen. Sie ist zwar verschlossen, aber du wirst schon einen Weg finden. Mein Gott. Es heißt, der Kellerer verstünde sich auf Schlösser. Sag ihm aber nicht, was du dort willst. Wenn du das Buch hast, bring es mir. Ich stelle dann Abt Peters Medizin her. Dann hört der Trubel um die Abtwahl endlich auf.
Okay. Gut. Alter, ich muss so einen Kohldampf. So. Du musst erst deinen Tagesplan. Ja, ich habe aber Hunger. Was soll ich denn noch hier machen? Hier hinstellen, da was machen? Nee. Was ist denn mein Tagesplan hier, frage ich mich. Lesen. Der Gehorsam. Der erste Schritt Demut ist Gehorsam ohne Zögern. Es ist die Haltung derer, wer den Namen Abt annimmt, muss einen Jüngern in zweifacher Weise als Lehrer. Okay. Mensch. Mensch. So, gehen wir mal zum anderen. Hier drin? Wahrscheinlich, ne? Da. Ne, ich hab Hunger, Alter. Ich kann hier irgendwas zu essen bekommen, hier irgendwo. Das wäre ein Highlight. Oh, kann ich die Karte sehen hier? Warte, es gibt keine Karte vom Kloster von innen? Von drin? Ne, schade. Okay, aber er ist ja hier irgendwo. Das heißt, er ist hier oben vielleicht. Ah, da ist er doch. Bruder Bibliothekar. Reden wir mit ihm mal. Was bedrückt dich? Ich bin hier, um zu arbeiten. Ich wäre dann hier. Wunderbar. Höchstwahrscheinlich machst du das zum ersten Mal, aber es ist leichter, als du denkst. Es bedarf nur etwas Übung und Latein. Hier ist das Original und da sind die leeren Pergamente, auf die du das Original übertragen wirst. Verstanden? Du mögest beginnen. Versuch es nicht zu verpatzen. Okay. Den Tisch hier? Nee. Will ich hier sitzen? Hä? Welchen Tisch meint er denn? Den hier vielleicht? Ah, okay. Gut. Also, oh, ich muss kurz lesen. Gut. Gott, Alter, das kann ich fast gar nicht lesen. Das ist das hier. Uendo aut an. Hier steht Wendy, ne? Wendy autotaritem Columbus. Könnte auch Uendo stehen, ne? Warte mal. Oh, das kann ich gar nicht lesen. Es könnte Wendy heißen, es könnte aber auch Wendy Autoritatem. Dann steht da Selumke. Da steht aber Selum. Das hier. Rasmus Urki. Okay, das kann ja eigentlich nur. Hey. Affektum. Das hier. Gut. Gucken, ob das richtig ist gleich. Keine Ahnung. Alter, ich bin Ritter, muss jetzt noch eine Kackarbeit machen. War auch bescheiden, oder? Aber eine geile Aufgabe, so ein Kloster, das Ganze, oder? Also das ist echt schon lässig. Tja. Guck mal, ob es richtig ist. Nein. Unglaublich, oh Gott. Wie kann man so viele Fehler machen? War ich so schlecht? Was hat er gesagt? Ruf uns mal verbessern, ich habe trotzdem so viele Fehler gemacht. Reden wir mal ihm. Ah, Gregor, reden wir.
So. Ich fand ein Stück Pergament. Es wurde wohl aus einem Buch gerissen. Weißt du aus welchem? Sieht aus wie eine Seite aus dem Ovid. Was ist Ovid? Der Titel eines Buches? Nicht was, wer? Ovid war ein großartiger römischer Dichter. In der Bibliothek stehen einige seiner Werke, aber eins verschwand eines Tages. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Bruder Eustathius, möge er in Frieden ruhen, war etwas engstirnig, was klassische Literatur angeht. Wenn ein Buch Frauen auch nur erwähnte, nannte er es ketzerisch und erklärte es für gottlos. Wäre es nach ihm gegangen, wären all diese Bücher verbrannt worden. Ovids Liebeskunst war ihm offenbar ein solcher Dorn im Auge, dass er das Buch stahl und zerriss und dann die einzelnen Seiten versteckte. Soll ich das Buch wieder zusammenfügen? Willst du, dass ich das Buch wieder zusammenfüge? Aber ja. Eustathius war nicht gerade der Hellste. Er wird die Seiten nicht unwiederbringlich zerstört haben. Ich nehme an, er hat sie überall im Kloster versteckt. Es wird wohl ein Weilchen dauern, sie alle zu finden, aber wenn du es schaffst, wird das Buch in die Bibliothek zurückkehren. Ja, gut. Ich werde die Seiten suchen. Danke, Bruder. Ich weiß das zu schätzen. 10 Seiten müssten es sein, wenn ich mich nicht irre. Okay. Wo soll ich suchen? Da gibt es Leute, was ich wissen möchte. Ich hörte, in der Bibliothek gibt es verbotene Bücher. Das ist richtig. Sie sind gut versteckt vor solchen Brüdern, die versucht sein könnten, sie zu lesen. Ach so. Könnte eines der Bücher fälschlicherweise verboten sein? Ein gutes oder nützliches? Nein, die Bücher stehen aus gutem Grund auf der Liste. Warum sollte ich die Weisheit der heiligen Mutterkirche anzweifeln? Ja, da recht. Das ist alles. Ich habe keine weiteren Fragen. Obwohl, wir müssen was essen, Alter. Hör schon auf. Obwohl, gegen den Happen hätte ich nichts einzuwenden. Ja, bloß ich muss irgendwas finden hier. Wollen wir mehr arbeiten hier? Nee. Nee. Öffnen? Ach so, ich kann immer... Okay. Spinnnetz. Ja, wir hier rausgehen, oder? Ach, mein Tagesplan. Ich hab's ja eigentlich gemacht hier. Ich brauche jetzt irgendwas zu futtern hier. Das ist wahrscheinlich... Komm in den Schrank zurück. Die Bücher darin sind nicht für deine Augen bestimmt. Okay, okay. So, wir gehen jetzt um was zu essen holen. Ja, ich bin auch bald fertig hier. Mal reden? Was wünschst du? Erfahre ich in der Bibliothek mehr über die anderen Novizen? Nur der Abt und der Prior haben Aufzeichnungen über sie. Darf ich sie sehen? Nein. Nein, der Abt schreibt sie und bewahrt sie in seiner Kammer auf, die zur Zeit der Prior nutzt. Und nur die beiden dürfen sie auch lesen. Okay. Gut. Oh. Muss essen. Ja, wir achten den Tagesplan ein bisschen. Wir haben ja gerade eben unser... Hier gibt es doch was zu essen, ne? Warum ist hier nichts zu essen? Kohlenlampe habe ich. Darf ich hier reingehen? Bruder? Wo warst du während der Messe? Weißt du denn nicht, dass die Heilige Messe das Fundament ist, auf dem dein Leben hier aufbaut? Oh oh. Du hast recht, Bruder. Das ist deine erste Verwarnung. Mach das nicht nochmal. Okay. Was tust du hier? Solltest du nicht irgendwo arbeiten? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ich war dort, wo ich sein sollte. Ich war nur spät dran, weshalb mich wohl niemand bemerkte. Bruder? Oh. Tut mir leid, aber ich glaube dir nicht. Schade. Das ist die zweite Verwarnung. Noch einmal und du wirst bestraft. Können wir reden? Ich heiße Gregor und bin neu hier. Ich weiß. Ich sah dich bei der Zeremonie. Ich denke, wir werden uns bald wiedersehen. Und oft. Du musst wissen, ich bin ein Zirkator.
Was bedeutet das? Ich sorge dafür, dass sich alle an die Regula halten und ihre Arbeit verrichten, damit alles so läuft, wie es soll. Und wenn das einmal nicht der Fall ist? Dann sind wir befugt, Strafen zu erteilen. Aber du bedarfst doch gewiss keiner Maßregelung, oder, Bruder? Natürlich nicht. Hunger. Darf man hier reingehen? Wahrscheinlich nicht. Was machen wir jetzt, wenn wir irgendwie Hunger? Was ist denn jetzt mein Tagesplan doch hier? Ganz ehrlich. Was ist denn jetzt mein Tagesplan? Okay. Oh shit, ey. Ich weiß nicht gar nicht mehr den Ablauf, wie was ist. Das war hier unten nochmal. Hier ist zumindest noch so eine Seite, glaube ich. Die nehmen wir mit. Ist hier jemand, der hier runterkommen kann? Was essen? Ah. Ein bisschen Energie auf jeden Fall wieder. Schnell rausgehen. So, mein Tagesplan, ja. Bin ein bisschen blöd. Was kann ich jetzt noch machen? Ich meine, ich habe ja meine Sachen verrichtet hier, oder nicht? Ich kann hoch in die Bibliothek gehen, aber ich habe den Tagesplan leider nicht mehr ganz so auf dem Kasten, muss ich zugeben. Das kann ich machen. Ist noch mehr Sachen, die ich machen kann? Wie man Met braut, das ist auch geil. Hier darf man ja wahrscheinlich mitnehmen, lesen, aber stehlen sollte man die wahrscheinlich nicht. Oh, das klingt spannend hier. Turniere. Kann ich nur stehlen, das wollen wir nicht, wir wollen nichts klauen hier. Ich dachte, ich könnte doch mal reingucken und ein bisschen lesen, aber das kann ich anscheinend gar nicht. Das ist ein bisschen schade. Reden wir mit ihm nochmal. Was bedrückt dich? Ja, mich bedrückt, dass ich hier nicht weg kann. Ja, ich habe Seiten des zerrissenen Buches gefunden. Wunderbar. Such nur weiter, den Rest... Ich möchte dich etwas... Was kannst du mir über die Novi... Nun ja, ihr seid hier, um eure Hingabe zu Gott zu zeigen und ein Klosterleben zu führen. Nach einem Jahr kannst du dein Gelübde ablegen und ein vollwertiger Bruder werden. Eigentlich wollte ich Genaueres über die einzelnen Brüder erfahren. Du kennst sie doch. Joachim ist ein komischer Kauz, aber eifrig. Vielleicht etwas zu eifrig. Konstantin ist ein geselliger Bursche, aber etwas zu weltlich für einen Mönch. Antonius arbeitet hart und wird dir stets behilflich sein, aber es mangelt ihm an Frömmigkeit. Lukas ist stumm wie ein Fisch und niemand weiß viel über ihn. Und dann wärst da noch du selbst. Okay. Gut,
Wir brauchen auch noch einen Schlüssel für nachts. Das hier. Ihn bestehlen kann ich jetzt aber nicht. Ich könnte den Kellerer fragen. Der fürs Essen zuständig ist wahrscheinlich. Das ist also ein bisschen blöd, dass ich diesen Tagesplan missachte. Denn täglich grüßt das Klosterleben. Wir gucken mal rein. Also, lerne ich einen Novizen kennen. Aktuell gelernt. Das Kloster war verblüfft. Ich gab Brunelles die Früchte meiner Arbeit in der Werkstatt. Ich hoffe, er ist zufrieden. Im Verlauf meiner täglichen Pflichten schrieb ich Buch seinem Drittel und als ich fertig war, begab ich das an ihn. Ich hoffe, er ist mit meiner Arbeit zufrieden. So. Aber welche Novizen kann ich jetzt noch kennenlernen hier? Ich habe die eigentlich alle kennengelernt. Wie viel kann man hier machen? Oder waren hier oben noch welche, mit denen ich reden kann? Also außer dem Typen. Warte mal, wir reden mit den anderen hier. Sagt er uns was? Was bedrückt dich? Ne. Maler Mönch, wer ist der hier? Mönch. Also ich kann mir glaube ich keiner was sagen hier. Dann muss ich hier ein bisschen die Zeit absitzen. Pass mal auf. Gehen wir mal weiter bis 2 Stunden weiter. Mal gucken, was dann passiert. Wir brauchen auf jeden Fall noch was zu essen. Ich kann ja nicht immer runtergehen in den Keller und was klauen. Ich meine, kann ich schon. Ich darf nicht erwischt werden. Nicht, dass da irgend so ein Mönch sagt, ich habe Brotkrumme in deinem Mundwinkel entdeckt. Du Schwein. 40 Peitschenhiebe. Die Strafe möchte ich gar nicht wissen hier. Ich glaube, Mönche waren nicht selten asozial damals. Ich das die ganze Zeit? Ich kann ja nichts mehr machen. Ich bin auch fertig hier. Papst Schimist mal, okay. Begib dich für Gebet und Messe in die Kirche. Aber, geh mal weg da. Folgen wir einfach mal den ganzen Leuten hier. Reden wir im Prior mal. Nicht jetzt, Bruder. Nach der Messe. Achso. Kommen sie langsam alle hierher, okay. Warten wir, bis alle kommen, oder was? Anscheinend. Ich will mich mal auf die Kanzel stellen. Moin, willkommen. Das darf ich wahrscheinlich nicht. Gibt's wahrscheinlich Ärger. Das ist kein günstiger Zeitpunkt für Fragen. Okay. Ich hab schon wieder zu doll Hunger? Okay. Da ist Lukas. Wir halten gerade eine Messe. Ja, okay. Wir müssen kurz warten. Ärgerlich. Jetzt kommen sie aber jemals alle eingetrabt hier. Zu essen habe ich nichts mehr, ne? Naja, hätte ich mal mehr mitnehmen sollen. Bestehen kann ich die Leute leider nicht hier, wie man sieht. Okay.
wunderschöne Kirche hier. Schon lustig, dass man alles miterleben kann hier, aber wäre schon schön, dass man überspringen könnte, ne? Hinten im Schatten hier sieht man auch, wie die Sonne sich langsam bewegt. Seht ihr das? Witzig gemacht. Ich habe auch so den Abbrechen gedrückt. Was nicht schlimm war, wie man sieht. Was nicht. Naja, wir machen mal. Warten wir mal eine Stunde weiter. Man weiß ja auch nicht, wie lange sowas mal dauert, muss man auch sagen. Aber ich kann ja jetzt nicht stehen und die ganze Zeit diese Musik anhören. Ist ja wahnsinnig. So. Das war's, was soll ich machen? Speise mit den anderen. Jetzt endlich ist es sofort an. Bis zum 1. Oktober verrichten Sie morgens nach der Prim bis ungefähr zur 4. Stunde die notwendigen Arbeiten. Von der 4. Stunde aber bis zur 6. sollen Sie frei sein für die Lesung. Ich sitze hier wahrscheinlich, ne? Nach der 6. und der Mahlzeit sollen Sie unter völligem Schweigen auf Ihren Betten ruhen. Will aber einer für sich lesen, dann lese er so, dass er keinen anderen stört. Die Nonnen werde früher gehalten, zur Mitte der 8. Stunde. Endlich. Dann gehen sie bis zur Vesper wieder an die Arbeit. Kranken oder empfindlichen Brüdern werde eine passende Beschäftigung oder ein geeignetes Handwerk zugewiesen. Sie sollen nicht müßig sein, aber auch nicht durch allzu große Last der Arbeit erdrückt oder sogar fortgetrieben werden. Der Abt muss auf ihre Schwäche Rücksicht nehmen. Die Regula Benedicti, Kapitel 48. Die Ordnung für Handarbeit und Lesung. Müßiggang ist der Seele feind. Deshalb sollen die Brüder zu bestimmten Zeiten mit Handarbeit. Was gibt es, Bruder? Zu bestimmten Stunden mit heiligen Lesung beschäftigt sein. Und so meinen wir durch folgende Verfügung die Zeit für beides ordnen zu können. Ich wüsste gerne, was du über die anderen Novizen. Zum 1. Oktober verrichten. Was weißt du über Lukas? Na? Schwer, etwas über ihn zu sagen. Wir wissen kaum etwas über ihn, weil er mit niemandem spricht. Er arbeitet, isst, schläft und sonst nichts. Es hat den Anschein, als wolle er es so schnell es geht hinter sich bringen. Mit es meine ich sein Leben. Was ist mit Joachim? Stell dich gut mit ihm. Wenn du dir Feindseligkeiten ihm gegenüber anmerken lässt, macht er dir das Leben zur Hölle. Er ist ein schleimiger Pedant, der dich sofort bei den Höherrangigen verpetzen würde. Ich schätze, sobald er sein Noviziat beendet hat, will er zumindest zum Cirkator aufsteigen, damit der andere herumkommandieren kann. Okay. Das ist alles. Danke. Die Regula Benedicti, Kapitel 6. Die Schweigsamkeit. Tun wir, was der Prophet sagt. Ich sprach, ich will auf meine Wege achten. Mir scheint, dich kann ich das fragen. Gibt es im Kloster jemanden, der mir ungewöhnliche Dinge beschaffen könnte? Wie zum Beispiel Dietriche? Du überraschst mich, Bruder. So eine Frage hätte ich vom Sohn eines Edelmannes nicht erwartet. Wende dich an den Kellerer. Es heißt, er war einst ein Dieb. Also ihn können wir schon mal rausnehmen. Also er ist auf jeden Fall nicht Pius. Oder? Ich muss etwas gestehen. Ich bin zwar kein Pfarrer, aber nur zu. Wird sowieso nichts Tragisches sein. Ich suche nach einem Dieb. Er war am Überfall auf das Gestüt in Neuhof beteiligt. Ach wirklich? Wer bist du, dass du dich so dafür interessierst? Das ist unwichtig. Warum erzählst du mir das eigentlich? Was willst du von mir? Du könntest mir helfen, ihn zu finden. Den verschwundenen Dieb? Wenn ich etwas wüsste, würde ich es dir sagen, ehrlich. Wenn, dann muss es einer der Novizen sein. Ich habe erst kürzlich von dem Vorfall in Neuhof erfahren und all die anderen Brüder sind schon viel länger hier. Ich weiß. Abgesehen von mir gibt es nur 4 Novizen.
aber noch weiß ich nicht, welcher es sein könnte. 3. Bitte, lass mich aus dem Spiel. Und du hast recht, es könnte jeder sein. Niemand weiß etwas über Lukas. Konstantin könnte sonst wer sein, nur kein Mönch. Und Joachim ist ein schleimiger Wurm. Es würde mich nicht überraschen, wenn er am Massaker beteiligt war. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger kann ich ihn leiden. Er ist eine spitzfindige Ratte und würde alles tun, um sich einzuschleimen. Brr. Wenn ich mir vorstelle, dass er dort war, bekomme ich Gänsehaut. Ein unschöner Gedanke. Aber vielleicht hast du recht. Danke für die Hilfe und bitte kein Sterbenswörtchen zu den anderen. Keine Sorge, mein Freund. Ich schweige wie ein Grab. Okay. Mit Joachim reden? Was möchtest du? Erzähl mir von den anderen Novizen. Was weißt du über Lukas? Niemand weiß viel über ihn. Ein stiller Junge. Wenn du mich fragst, hat er etwas zu verbergen? Ich an deiner Stelle würde mich von ihm fernhalten. Hast du denn einen Grund, ihn zu verdächtigen? Viele und doch keine. Die Zirkatoren verachten ihn und sie würden gewiss nie jemandem ohne Grund bestrafen. Okay. Ich will mal mit ihm hier reden. Novize Konstantin. Ich heiße Gregor, ich bin Novize. Du kannst mich Konstantin nennen. Bist du freiwillig hier oder wurdest du bestraft? Obwohl, es spielt keine Rolle. Willkommen im Fegefeuer. Sagtest du Fegefeuer? Das wirst du noch früh genug rausfinden. Ich wüsste gerne, was du über die andere... Erzähl mir von Antonius. Wenn ich dir jemanden als Freund empfehlen würde, abgesehen von mir selbst, wäre es Antonius. Er ist eine ruhige Seele und man kann gut mit ihm reden. Außerdem ist auf ihn stets Verlass. Joachim interessiert mich. Ach ja? Er ist eine miese Ratte, die einen für alles verpfeift. Das ist genau wäre er nicht hier, würde ich mein Leben darauf verwetten, dass er ein Kumanenspitzel wäre, der sich für ein paar Groschen bückt. Das klingt nicht besonders schmeichelnd. Sollte es auch nicht. Egal was du tust, hüte dich vor ihm. Er behält jeden im Auge und würde dich selbst für den kleinsten Fehltritt verpfeifen. Was mit Lukas? Was kannst du mir über Lukas sagen? Das ist so eine knifflige Sache. Niemand weiß etwas über ihn. Ich habe oft versucht, mit ihm zu reden, aber er ziert sich vor mir wie eine Jungfrau in ihrer Hochzeitsnacht. Das wäre alles. Danke. Gut. Obwohl, warte mal. Kann mir noch was erzählen? Unterhalten wir. Und dir? Würdest du mir ein bisschen von dir erzählen? Nimm's mir nicht übel, aber ich rede nicht gern über meine Vergangenheit. Aha. Verheimlichst du mir womöglich etwas? Gott sei mit dir. Warum willst du mir nichts über dich erzählen? Eine elende Vergangenheit, die ich lieber vergessen würde. Ich denke ungern an das, was ich verlor, als sie mich herschickten. Außerdem hasse ich die Frage. Bist du wirklich der Sohn des berühmten Smilflaschka von Pardubitz? Ich war reich und hatte alles. Aber dann spürte mein Vater sein Ende nahen und beschloss, einen seiner Söhne ins Kloster zu schicken. Weil ich der Jüngste bin, fiel das Los auf mich. Sie sagten, ich hätte keinen Sinn für die Verwaltung des Familienbesitzes. Stell dir nur vor, ich in einem Kloster. Ich steckte zu Hause ein, was ich konnte, damit ich hier nicht aufgeschmissen bin. Sie müssen den Diebstahl doch bemerkt haben. Ich spendete dem Kloster etwas Geld, als ich ankam, um meinen Geschwistern eins auszuwischen. Ich sehe sie schon mit dem Abt streiten, damit er es wieder herausrückt. Und das restliche Geld hast du versteckt? So ist es. Du hättest nicht herkommen müssen, wenn du nicht wolltest. Nicht, wenn ich am Stadttor hätte betteln gehen wollen. Ich hatte die Wahl. Entweder das Kloster oder gar nichts. Wäre es erst nach dem Tod meines Vaters so gekommen, hätte ich es verstanden. Aber so? Was hast du jetzt vor? Was willst du mit deinem Schatz tun? Ich will hier weg, sobald ich kann.
ich warte noch ein, zwei Jahre, bis meine hitzköpfigen Brüder sich beruhigt haben. Schnappe mir das Silber und gehe weit, weit weg von hier. Das alles. Mehr wollte ich nicht wissen. Bitte behalte all das für dich. Besonders die Sache mit dem Geld. Okay. Warum bist du nicht dafür bestraft, dass du die Messe fernbleibst? Warum bestraft man dich nicht dafür, dass du dem Morgengebet fernbleibst? Ich habe die Zirkatoren bestochen. Sie sehen nicht hin. Und die anderen Mönche bemerken nichts, solange man hin und wieder sein Gesicht zeigt. Um die Zeit ist niemand sonderlich wach. Ich würde immer noch gern mehr über dein Versteck erfahren. Ist keine große Sache. Hin und wieder lese ich während der Messe. Sonst bleibt dafür keine Zeit, jedenfalls nicht für Bücher, die ich mag. Und das Versteck habe ich nur, damit niemand mein Buch findet. Was für ein Buch ist es? Was für ein Buch ist es? Ich fand es in der Klosterbibliothek. Es stand im falschen Regal und ich nahm es mit, um es später zu lesen. Es ist das Necronomicon. Geister, Dämonen und Beschwörungen jenseits unserer Welt. Das Buch ist in einer seltsamen Sprache geschrieben, die ich kaum verstehe. Immer nur Barra hier und Barra dort. Wer weiß, was das bedeutet? Ich habe die Silben gezählt und die Wörter rückwärts gelesen. Aber ich komme auf keinen grünen Zweig. Ich bin nicht sicher, was der Prior oder der Zirkator zu einem solchen Buch sagen würde. Oder sonst jemand. Es klingt äußerst verboten. Pah, Vorurteile. Aber du hast recht, es ist verboten. Nur ohne Grund. Hat Wissen den Menschen denn je geschadet? Wäre es nicht gefährlich, hätte man es nicht verboten. Mit dieser Sichtweise schränkt man sich ganz schön ein. Manche schreiben über die Heiligen, andere über Dämonen. Und ein gebildeter Mensch sollte beides verstehen. Schade, dass ich kein Wort davon lesen kann. Ich versuche es schon so lange. Nur bitte sag niemandem etwas davon. Wenn die anderen erfahren, dass ich das Buch genommen habe, stecke ich in großen Schwierigkeiten. Oh. Wissensdurst ängstigt unsere Mitbrüder nämlich. Ich lasse dich in Ruhe. Ist mir ohnehin ziemlich egal. Ja, kurz mal das Gespräch beenden. Ich verstummte, demütigte mich und schwieg sogar vom Buch. So, also. Ich habe Jochen auch erweitert, Adlab, Bruder Konstantin könnte nicht sein. Ich habe Antonius von meiner Suche erzählt, Adlab, Jochen könnte Bios sein. Bringt uns nicht viel, ne? Bringt uns nicht so viel, muss man zugeben. Ah, okay, da stimme ich sogar keine verpassen. Er hat uns ja ziemlich viel erzählt. Was bedrückt dich? Ihm auch noch was erzählen, pass mal auf. Ich muss dir etwas sagen. Etwas, das du nur ungern hören wirst. Ich bin hier, weil ich jemanden suche, um ihn zu beseitigen. Sei versichert, es wäre kein Mord, nicht bei einem wie ihm. Er ist einer der Schurken, die Neuhof niederbrannten. Er hat den Tod verdient. Was tut er hier? Und wer bist du? Man nennt ihn Pius, weil er früher einmal Pfarrer war. Als er herausfand, dass man ihm auf den Fersen ist, verkroch er sich hier und entkam so dem Gesetz. Ich wurde hergeschickt, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Er ist einer der Novizen. Wir haben also einen Verbrecher und einen Vollstrecker in unserer Mitte. Dieser Ort ist aufregender, als ich dachte. Weißt du, wer es ist? Das ist es, ja. Ich weiß es nicht. Nein, aber ich hoffe, ich komme ihm bald auf die Schliche. Falls du irgendeinen Hinweis findest. Ich schwöre, ich weiß nichts. Nur, dass ich nicht der bin, nach dem du suchst. Vielleicht Joachim. Ich verdächtige Joachim. Weißt du, das könnte sehr wohl sein. Joachim ist eine verlogene Ratte. Ich glaube, er ist zu allem fähig. Pass mal auf. Vielleicht ist es Antonius. Antonius? Nein, er ist ein feiner Kerl. Obwohl man nie weiß, was sich wirklich unter der Haut eines Menschen verbirgt. Siehst du, wie schwierig es ist? Es könnte jeder und doch niemand Bestimmtes sein. Was mit Lukas? Ich verdächtige Lukas. Er redet jedenfalls nicht viel und ist am liebsten allein. Ich kann mir schon vorstellen, dass er etwas zu verbergen hat. Aber ein Mörder? Nein.
Sollen wir fragen, ob er es ist? Nee, das glaube ich nicht. Ich sage nichts mehr, bitte erzähl niemandem was. Ich sage nichts mehr. Und du solltest ebenfalls kein Wort darüber verlieren. Aber du sprichst von einem Mord im Kloster. Das sollte ich wirklich melden. Überred wen. Willst du das wirklich tun? Glaube ich irgendwie nicht. Du hast recht. Ich behalte es für mich. Ich habe schon genug Schwierigkeiten. Außerdem will ich ohnehin in einem Jahr oder so verschwinden. Also was kümmert mich schon das Schicksal dieses Klosters? Danke, Konstantin. Ich weiß das zu schätzen. Na gut. Okay, hier war noch einer. Den reden wir auch noch kurz. Wie zu Lukas. Können wir noch ein bisschen was aus mir rauskitzeln? Ich wüsste gerne mehr über die anderen Novizen. Ich weiß nicht viel, aber... Da, Konstantin. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Nicht viel. Kenne ihn nicht. Im Grunde weiß ich fast nichts über ihn. Außer, dass er es mit Regeln nicht so genau nimmt. Das ist ein Scherz, oder? Warum sollte ich? Ich dachte, du würdest gerne wissen, mit wem du den Rest deines Lebens verbringst. Ich jedenfalls schon. Ich weiß vermutlich jetzt schon mehr über sie als du. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Mir war bisher einfach nie danach, jemanden kennenzulernen. Ich frage mal. Es gibt da etwas, das du wissen solltest. Ein Geheimnis. Ich suche hier im Kloster nach jemandem. Du suchst nach jemandem? Aber du bist doch Novize, oder? Bin ich. Jedenfalls so lange, bis ich den Mann gefunden habe. Und warum suchst du in einem Kloster? Du weißt doch, dass weltliche Gesetze hier nicht gelten. Hier herrscht nur göttliches Recht. Das Gesetz der Kirche. Ich suche einen Schurken, der sich hier im Kloster versteckt hält. Er war am Überfall auf Neuhof beteiligt und hat viele Leben auf dem Gewissen. Verstehe. Ich habe davon gehört. Aber warum erzählst du mir das alles? Weil du mir helfen könntest. Es muss einer der anderen Novizen sein. Das kann nicht sein. Hast du es dem Prior gesagt? Was wirst du mit dem Mann tun, wenn du ihn findest? Erst reden, dann weitersehen. Hast du eine Idee, welcher der Novizen der Betrüger sein könnte, den ich suche? Nein, und ich will nicht darüber nachdenken. Ich wünschte, du hättest mir nichts gesagt. Ich werde nicht mehr ruhig schlafen. Okay, warte mal. Wir müssen noch ein bisschen durchfragen hier. Erzähl mir von den anderen. Was kannst du mir über Konstantin sagen? Er hat immer ein Lächeln auf den Lippen und viele Freunde, aber ich finde nicht, dass er hierher gehört. Er verbringt zu viel Zeit mit Träumereien und vernachlässigt seine Pflichten. Ich frage mich, warum er noch hier ist. Wenn es nach mir ginge, hätte ich ihn längst hochkant rausgeworfen. Das klingt, als hättest du nicht viel für ihn übrig. Ich traue ihm nicht mal so weit, wie ich ihn werfen könnte. Glaub mir, er verbirgt etwas vor uns. Nun, da ich darüber nachdenke, ich habe ihn schon lange nicht mehr beim Morgengebet gesehen. Wer kann es sein? Wer kann es sein? Das ist wirklich nicht so leicht. Also... Ich glaube, Bruder Konstantin könnte jemanden, den ich suche. Ich habe einen Tod gefragt, er glaubt, das ist Joachim. Hier haben wir doch auch schon eingeweiht. Haben wir hier auch noch einweihen hier? Warte mal. Was gibt es, Bruder? Servus. Gott sei mit dir. Vielleicht bist du ja derjenige, den ich suche. Ich? Ein Verbrecher? Sieh mich doch an! Nein, mein Freund, du beschuldigst den Falschen. Hör auf meinen Rat und sieh dir lieber diesen Konstantin genauer an. Aus dem wird nie ein echter Mönch. Er verbirgt etwas vor uns. Du hast wahrscheinlich recht. Natürlich habe ich das. Ich und ein Verbrecher? Gott, da hast du mich aber erschreckt. Ich glaube, der ist es wirklich, aber... Lass mal gucken.
Gelobt sei Jesus. Ich sage jetzt auch, dass er Pius ist. Ich weiß, dass du Pius bist. Der, nach dem ich gesucht habe. Jetzt bist du dir also sicher? Sag mir, Gregor oder Karl oder wie immer du auch heißt, was willst du jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich sollte dich töten. Und warum solltest du das tun? Weil sie es dir befohlen haben? Ja, ich war ein Bandit. Und ach, guck mal, es ist sogar. Ich habe geplündert und gestohlen. Aber ich schwöre bei Gott, ich habe niemals Unschuldige ermordet. Was ich in Neuhof sah, ließ mich erkennen, dass mein Leben einen Scheißdreck wert ist und ich das Blatt noch wenden kann. Hier im Kloster hatte ich genug Zeit, über alles nachzusinnen. Doch dann kamst du und hast alles ruiniert. Der Übeltäter wandelt sich und findet zu Gott. Was genau schlägst du nun vor? Wenn wir einander helfen, bekommen wir beide, was wir wollen. Du kannst zu deinen Leuten zurückkehren und ich irgendwo hingehen, wo ich meinen Lebtag in Frieden verbringen kann und man mich nicht umbringen will. Okay, wir wissen jetzt, wer es ist. Okay, was machen wir jetzt? Töte Antonis? Gibt es eine andere Möglichkeit? Was machen wir? Ich weiß es nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit? Du könntest einen anderen Novizen töten. Wenn die Kunde über einen Mord nach außen dringt, glauben meine ehemaligen Freunde vielleicht, ich wäre tot. Ich biete dir jedoch eine Lösung an, bei der niemand sterben muss. Na? Bevor wir fliehen, lassen wir es so aussehen, als ob mich jemand getötet hätte. Viel Blut, ein zerfleddertes Stück meines Habits und Fußspuren, die zum Fluss führen. Niemand wird dort nach meiner Leiche suchen. Dort teilen wir uns auf. Du holst deine Belohnung und ich mache mich aus dem Staub. Boah, was machen wir jetzt? Gibt natürlich die Sache, ungern würde ich ihn natürlich töten. Oder soll ich ihn doch töten? Ach, das ist wirklich schwierig gerade. Was mache ich? Bringen wir ihn um oder lassen wir ihn leben? Jemand anders töten, finde ich dumm. Also. Okay, machen wir es so, und auch wenn er vielleicht kommt er ja dann. Obwohl wir sollten ja was mitnehmen von ihm, ne? Was brauchen wir von ihm nochmal? Was wollten die haben von uns? Ich glaube, wir töten ihn lieber. Nein, du sollst sterben. Zu schade. Ich dachte, wir könnten uns einigen und beide weiterleben. Doch da du dich nicht von mir überzeugen lässt, werde ich mein Schicksal selbst schmieden. Ups. Oh. Ah, oh, getroffen ins Gesicht, die Sau. Seife, Gottlob. Einmal. Alter, die drückt mir eine Drecksau. Jawohl! Mann. Okay, jetzt müssen wir schon aufpassen. Leck mich. So. Oh. Hier liegen noch ganz viele Leute. Was machen wir denn jetzt? Ist das egal? Was mache ich denn jetzt?
soll ihn töten, ja, aber wie, ich muss ihn ja irgendwo hinbringen. Die Würfel haben wir jetzt von ihm. Er ist ja jetzt nicht tot, ne? Okay. Was hat das zu bedeuten? Hat ein böser Geist sich deiner ermächtigt? Du! Bleib sofort stehen! Oh. Ergib dich! Du bist ein Verbrecher und wirst verhaftet. Wieso bin ich ein Verbrecher? Bleib stehen! Ach, verdammte Axt. Das war ja blöd. Shit. Wir haben nicht mal zwischendurch gespeichert oder so, ne? Ach, so war hier gespeichert, okay. Lass mich einfach da liegen. Wir haben ihn jetzt ja nicht hochgehoben, ne? Soll ich jetzt drin bleiben, noch was essen? Es hat doch hier mitgekriegt, dass ich ihn da umgehauen habe. Heilige Maria, was tust du da, du Lump? Du da! Halt! Ergib dich! Du musst für deine Verbrechen gerade stehen. Was hab ich denn gemacht? Soldat! Oh. Okay. Warte mal. Ja, also. Was können wir denn machen da? Können wir einfach da so stehen lassen? Oder was müssen wir machen? Ich weiß es nicht. Mein Gott. Wir setzen uns jetzt einfach hier hin. Und essen. Was ist hier drüben irgendwo? Können wir mal hier eine Stunde weitermachen? Dass das bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Aber sind die anderen vielleicht draußen? Gleich brech mal ab kurz. Sind die anderen vielleicht draußen, dann kann ich mir die Würfel klauen. Dann werde ich vielleicht auch nicht gleich. Wir haben uns da geprügelt und da kamen die ganze keiner. Aber wenn ich beklaue, dann sind sie wütend. Also das ist doch komisch. Muss ich zum Rataier Leichenhaus? Wo ist das denn? Hey, du hast hier nichts zu suchen. Stell dich fort oder du wirst es bereuen. Suchst ja, du okay. Was Bestimmtes? Nein. Ist da jemand? Was soll ich denn machen? Verstehe ich jetzt nicht. Wo soll ich denn hin? Ah, ich kann nicht mit ihm reden, okay. Auch nicht. Da darf ich wahrscheinlich nicht reingehen. Hä? Das verstehe ich auch gerade nicht, was ich machen soll. Gepriesen sei Jesus Christus. Was ist das? Sind die überall Wachen? Was ist hier los? Gar nichts. Was treibst du hier? Verzieh dich oder ich gebe dir Saures. Okay, geh jetzt hoch schlafen.
Können wir uns einfach hier hinlegen zum Schlafen? Machen wir einfach mal. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Mal richtig früh aufstehen. Ich habe genug von dir. Als ich sagte, verzieh dich, meinte ich sofort. Ich würde dich ja eher aufknüpfen, aber leider darf ich dich nur in den Kerker werfen. Und meine Sachen. Oh. Kerker? Na schön, dann lass uns das hinter uns bringen. Der Kerker ist wie für dich gemacht. Beweg dich. Okay, das war dumm. Sind wir im Kerker? Aber, ja, irgendwas müssen wir machen. Gut, dann sitzen wir im Kerker und dann können wir aber danach unsere Sachen, kriegen wir unser Hab und Gut denn wieder? Also ich meine, wir haben unser Hab und Gut ja noch im Kloster drin. Wie kriege ich das denn wieder? Ist die Frage. Dann müssen wir noch zum Rataya Pfarrer, um von der Leiche diese Würfel zu klauen. Heieiei, Heidewitzka. Schon anstrengend. Mal schauen. Ein Mönch hat hier nichts zu suchen. Was ist mit deinen Gelübden? Suchst du etwas Bestimmtes? Ja, wo kriege ich meinen ganzen Kram wieder, ist die Frage. Okay. Wir haben eigentlich nichts. Mist, ey. Was ist da oben denn? Ja, wir müssen aber hier rein noch, denn unsere ganzen Sachen sind ja noch da drin im Kloster. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall hin. Weißen wir schnell weiter hoch und versuchen unsere Sachen auf jeden Fall wieder zu bekommen und dann können wir auch die Folge beenden. Aber wenn ich ja überhaupt jetzt die Sachen bekomme, ich weiß es nicht. Ja, Hunger habe ich auch schon wieder. All meine weltlichen Güter, sind die noch hier drin? Okay, alles nehmen. Bam! Danke. Oh, hier können wir schnell was essen. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall nochmal wissen, wo wir diesen Würfel herbekommen. Was stand da? Begib dich zum Fall mal treffen. Ja, ich hab die Würfel ja nicht. Fundsachen da. Begib dich wegen der Fundsachen zum Rataya Pfarrhaus. Das ist da hinten irgendwo. Bisschen blöd, denn... Ratai ist ja doch schon ein bisschen weiter weg. Nun gut, also wir müssen die Sachen auf jeden Fall holen. Das machen wir jetzt auch. Ich werde das direkt hier hinlaufen. Aber ich glaube, das soll es dann gewesen sein für heute. Wir haben über eine Stunde die Folge gemacht. Die war schon richtig lang, muss man sagen. So, wir reisen dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.